So, jetzt geht's weiter. Hallo, meine Lieben. Ich bin hier ganz aus den Häuschen. Ich habe so schöne Geschenke von euch bekommen. Ich bin wirklich von jedem sehr überrascht, wie viel Mühe man sich so gibt. Und hast du nicht gesehen? Und dieses Bändchen hier, das nervt mich. Ja, wir machen auch jetzt gleich mal weiter. Ich habe jetzt ein Geschenk bekommen von der lieben Nathalie, von meiner liebsten Nathalie. Ja, es ist schön verpackt. Und ich möchte dieses Bändchen hier aufmachen, ohne es zu kaputt zu machen, weil ich liebe dieses Bändchen. So, ich schaffe es noch. Oh mein Gott. Leute, ich bin wirklich aus den Häuschen. Anscheinend mögt ihr mich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, solche Leute gibt es natürlich auch. Dieses Band ist so geil. Also, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber es ist so. Ja, was es ist, ich klappe mal eine Schüttelkarte oder sowas. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre hier so ein doppelseitiges Klebeband, weil es so rund ist. Aber wir schauen gleich mal rein, was es ist. Und ich nehme natürlich hier meinen Schlitzer, weil Natalie hat auch so schön viel Tesafilm benutzt. Also ich glaube, ich müsste ein paar Mal im Jahr Geburtstag haben, wirklich. Das geht natürlich nicht mehr. Und was ist es? Eine Schüttelkarte! Oh, wie geil! Schon wieder das Wort. Dieses Papier habe ich letztens verbastelt. Oh, wie schön ist das denn? Herzlichen Glückwunsch! Oh, das ist so schön. Das ist echt schön. Und da muss man wirklich bedenken, Natalie schneidet alles mit der Hand aus. Sie hat keine Schneidebrett und Schneidemaschine und alles Mögliche. Sie macht alles per Hand. Und jetzt weiß ich, warum du Glitzer gekauft hast und Pailletten gekauft hast. Oh mein Gott! Wie schön ist das denn? Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Nochmal. Weil es so schön ist. Also, boah. Liebe Diana, ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist. Deine Bastelfreundin Nathalie. Oh, wie schön. Ach, das hast du ja voll schön gemacht. Und schon wieder kommen mir die Tränen. Oh, Wahnsinn. Bleib, wie du bist. Na, ich bleib immer so, wie ich bin. Außer ihr dutzt mich hier so schön verwöhnen. Oh, wie geil ist das denn bitte? Das ist echt schön. Oh, und schaut mal den Namen in Glitzer. Ein Schmetterling in Glitzer. Der Schwan mit der Krönchen in Glitzer. Total hübsch. Oh Gott. Also vielen lieben Dank. Oh, das ist so. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach nur schön. Könnt ihr stundenlang jetzt anschauen. So, nein, das war jetzt nicht das Einzige. Es kommt noch viel mehr. Jetzt kann ich endlich dieses kleine Drum hier aufmachen. Es hat nämlich, hier waren zwei Cola Haribo, die sind leider schon verschlungen. Ja. Man sollte mir nichts Süßes beistecken. Ja, mir sollte nichts Süßes mit reinpacken. So, wir machen. Also, ich kann es nicht erfüllen, was es ist. Es ist schwer. Vielleicht ein Mini-Bullet oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist sehr schwer. Es ist auf jeden Fall nichts zum Essen. Oder? Und was ist es? Nein, es ist was anderes. Ja, ich musste das jetzt aufreißen. Es ist kein Bullet, nein, es ist Badesalz. Oh mein Gott. Oh Gott, Natalie. Oh mein Gott, ist das schön. Hier, was ist denn hier? Oh, das riecht ja vielleicht lecker. Oh, irgendwas so süßliches Geschmackes. Beerenduft. Was? Verführerisches Badeperlen mit fruchtigen, zarten
Badeduft. Bärenduft. Mit, keine Ahnung, Öl und noch etwas. Und es riecht voll, voll lecker. Oh mein Gott. Hast du schon wieder kräftig für mich eingekauft. Dann ein Lavendel. Ach Gott. Mandelöl. Duftprobe. Hier riechen. Ja, das riecht sehr süßlich. Und dann habe ich hier noch ein Kokos. Was sind das auch? Badesalz? Badepulver. Pulver? Ja, es fühlt sich ganz anders an. Vielen lieben Dank. Das ist ja echt mal cool. Ich habe gedacht, das wäre so ein Mini-Bullet, weil das so schwer war. Und ich weiß gar nicht, wie du das eingepackt hast. So. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Oh, ich kann jetzt endlich warten. Oh mein Gott. So, das nächste ist das hier. So, es ist so groß, wirklich so groß. Und wir machen hier auf. Schalala. Also ich habe wirklich, dieses Jahr habe ich nicht vorher aufgerissen, die Geschenke, weil, ja, ich weiß auch nicht. Normal bin ich immer sehr neugierig, was an Geschenken angeht. Und ich habe mich wirklich zusammengerissen und habe nicht vorher aufgemacht. Ob das beim Weihnachten auch so wird, ich weiß es nicht. Was ist denn hier? Irgendwas rote Verpackung. So. Was ist es? Ui, was hast denn du da eingepackt? Ach, das ist nur eine rote Verpackung. Die Verpackung. Hier. Oh je. Was hast denn du da eingepackt? Eieiei. Schon wieder so viel Tesa. Was ist das denn? Oh, wie geil. Oh mein Gott, ich sehe schon. Was hast denn du da für eine Box gebastelt? Hoffentlich fliegt das jetzt nicht auseinander. Die Mogelpackung, die tun wir gleich mal auf die Seite. Also sie mag natürlich auch Glitzer. Dann passt es nämlich immer gut zusammen. Also so. Was ist denn das? Sind das so einzelne Boxen? Ich traue mich gar nicht aufzumachen. Doch. Aufmachen. Hä? Ach, du hast das mit dem Klettverschluss. Ah, wie geil ist das denn? Schaut mal. Oh mein Gott. Oh, Nathalie. Wie viele Stunden warst du dran gesessen und hast das gebastelt? Oh mein Gott. Schaut mal, schön. Ich kann sowas nicht. Also ich persönlich kann sowas nicht basteln. Das kommt noch da rein. Oh, das schaut mal oberknaller aus. Also, ich mache das jetzt mal wieder zu. So, und natürlich fotografieren. Ja, fliegt schon wieder raus. Oh, total hübsch. Und dann muss ich noch eins hier beim Öffnen machen. Die zwei Bänder fliegen immer raus. Ihr müsst da drin bleiben. Echt mega toll. Oh, wow. Voll schön. So, dann haben wir hier Geschenkbahn ohne Ende. Zweimal. Das sind diese hologrammische Papierbändchen. Nicht Papierfolien Dingen. Oh Gott, was hast denn du jetzt alles hier gekauft? Oh mein Gott, du hast nicht extra für mich alles aufgehoben. Schatz mal, das Geschenkpapier auch ohne Ende. Ja, weil ich das so gerne mag. Und es gibt natürlich in verschiedenen Farben und so. Und dann habe ich hier noch eins in Blau. Das ist lila. Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, das ist Blau. Und dann habe ich hier noch zwei Washis in dieser Farbe bekommen. So. Oh mein Gott, du bist echt verrückt. Und dann, was ist denn hier? Du
hast es für mich gekauft. ein Siegelstempel in Einhorn. Oh, wie geil ist das denn? Ich habe gedacht, du behältst es. Weil du machst doch auch Einhörner. Also hier kann man das erkennen. Ich denke schon. Und das ist echt mega hübsch. Also vielen Dank. Du bist verrückt? Ja, du weißt, du bist verrückt. Das ist mir erst mal so eine riesige Schachtel mitgeschickt. Das habe ich ja... Das Video kommt noch online. Das habe ich noch nicht geschafft, hochzuladen. Das kommt auf jeden Fall online. So, ist mal wieder zu hier, die ganze Geschichte. Echt mega cool. Also, ich bin beflext. Was du da schönes bastelst. Das kann ich nicht einmal. Ich muss auch nicht alles können. So, jetzt kommt noch mal ein großes. Und dann, glaube ich, habe ich das nämlich für heute. Ein Schuhkarton. Richtig, richtig groß. Also, ihr könnt es sehen. Groß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel Schnüre hier. Da weiß ich leider nicht, was da drin ist. Oh Gott, mein Magen meldet sich. Hat schon Hunger. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Oh Gott, Douglas, ich hast du jetzt Parfüm gekauft oder was? Douglas? Ich liebe Douglas. Das habe ich noch gar nicht reingeschrieben in meinen Stichbrief. Ja, früher habe ich mir gerne Parfüms gekauft da. Aber das kann man ja schon mittlerweile schon online bestellen. Das finde ich ja noch besser. Nathalie, du hast ja irgendwas vom Douglas gekauft. Steht deine Adresse drauf. Was hast denn du da gekauft? Du hast aber jetzt nichts für mich gekauft. Oh Gott. Ich mag diese Packung nicht kaputt machen. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, weil da steht nämlich der Absender drauf. Was hast du denn da gekauft? Oh mein Gott. Was hast du denn da alles? Oh mein Gott. Wow, bist du wahnsinnig? Also, Nathalie, ne? Schaut's mal. Schaut's mal das an hier. Vollgestopft. Ich muss fotografieren. Nathalie, hast du noch mehr Badesalz gekauft? Du hast nur noch Badesalz gekauft. Gib zu. Oh mein Gott. Die Schachtel. Guck mal hier rüber. Das ist Badesalz. Das fühle ich total. Oh Gott, Nathalie. Bist du verrückt? Man kann doch nicht so viel Zeugs kaufen. Mit meiner Nathalie. Wie geil ist das denn? Seht ihr, was ich sehe? Oh Gott, hier ist noch mehr. Schaut mal. Oh mein Gott, Nathalie. Du bist echt der Burner. Echter Burner. Und oh mein Gott, was hast denn du da Schönes gebastelt? Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Bitte beachtet nicht. Nathalie hat alles per Hand ausgeschnitten. Also nichts hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausgeschnitten ist oder gestanzt. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Du bist wahnsinnig. Du hast wirklich einen Knall. Mehr kann ich da jetzt nicht dazu sagen. Aber das ist doch mein... Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ich bin jetzt schon fertig mit euch. Oh Gott, wie kann man denn solche Ideen? Also, ich muss fotografieren.
Ja, also, ich fange mit den kleinsten an. Das tue ich jetzt mal hier auf die Seite. So. Fang hier mit diesen an. Mit diesen, guckt mal bitte nach unten. Beachtet mein Chaos hier hinten nicht. Also, ne. Was ist das denn? Oh, was ist das? Parfüm? Du hast mir doch jetzt nicht Parfüm gekauft. Oder? Kann ich nicht lesen. Tropik? Ich muss mal gucken. Ach, das ist ja zugeklebt. Okay. Demnächst wünsche ich mir Parfüm von euch. Oh, das riecht aber lecker. Hä? Da kommt nichts raus. Oh. Oh, wie geil. Oh, das riecht voll lecker. Voll süßlich. Ich mag süßig. Süßigkeiten. Tropik? Tropial? Keine Ahnung. Aber irgendwas Teures. Du bist verrückt. Du kannst doch nicht mehr so Parfümzeugs kaufen. Also so ein Parfümzeug. Ich kann es leider nicht entziffern, was da steht. Irgendwas mit Tropical Coco Mint oder irgendwie sowas. Oh, das sieht voll lecker. Also ein Parfüm. Boah. Du bist doch. Du weißt schon sowieso, dass du einen Vogel hast, aber so ein Vogel. Oh mein Gott, Nathalie. Du bist echt. Du bist echt eine Birne, ne? Also mehr kann ich da doch gar nichts sagen. Und da ist bestimmt wieder Badesalz drin. Natürlich! Nein, nicht Badesalz. Das ist oder? Was ist denn das? Nein, das ist mein Gott, du verwöhnst mich ja vielleicht. Oh meine Güte, Nathalie. Milch mit Honig, Maske, Reinigungsmaske, Totenmeermaske, Vitalmaske und nochmal, also so schön. Ja, das habe ich mir gewünscht. Ich mag lieber die billigen statt die teuren, weil bei den großen verbrauche ich nicht das Ganze. Und die kann ich maximal zweimal benutzen, vielleicht dreimal für mein kleines Gesicht. Und oh, du bist ja... Also du verwöhnst mich, ne? Also das sieht man sofort. Und dieser Duft ist so lecker. Oh. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So. Kommt was Kleines. Nein, es gibt nichts zum Naschen. Nur weil es da raschelt. Ich muss mal gucken, ob die Zeit... Ja, die Zeit reicht noch. Hier sind so Badekugeln. Oh mein Gott, Nathalie. Hier ist eine Sonne. Hier ist so eine Kugel, noch eine Kugel und ein Herz. Und die riechen ganz anders. So tropikmäßig. Ich rieche gar nicht mehr, weil ich habe diesen Parfüm hier auf meiner Hand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Nathalie. Oh, ich bin echt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mädels, hier ist auch was Schweres drin. Also das schon wieder Parfüm. Hast du schon wieder Parfüm gekauft? Es ist flüssig. Oh Gott. Ich traue mich gar nicht mehr aufmachen. Nein, ein Deo. Ich habe ein Deo gekriegt. Ja, ich habe ein Deo. Ja, mein Deo habe ich gekriegt. Oh mein Gott. Mein Lieblings-Deo. Ich habe die... Warte mal. Ja, das benutze ich, das mit der Gurke und was Frühlingshaftiges ist das hier. Also hier, meine Deos, das ist noch die Hälfte, das ist hier schon und das ist
Oh Gott, jetzt rieche ich wie. Oh ja, das liebe ich total gerne. Also, ihr wisst Bescheid, ich mag diese Dios. Die gibt es natürlich in, glaube ich, Rossmann. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo gibt es die. Ja, DM. Ich habe kein DM hier, also deswegen. Oh mein Gott, wie schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also, ich kriege hier ein Deo, ein Parfüm, Ballkugeln und Gesichtsmasken und ganz viele Body-Size. Also wirklich. Oh, du bist ja echt Hammer. Du bist echt Hammer, ne? Mehr als Hammer kann man nicht sagen. So, ich habe noch was hier. Das ist doch mal ober cool. Schaut mal. Und das macht sie alles per Hand? Oder hast du das ausgeschnitten? Nee, per Hand. Und hier ist eine Teekanne. Oh mein Gott. Natalie. Da, hier ist eine Teekanne. Hier ist eine kleine Tasse aus, weiß ich nicht. Total hübsch. Hier ist das hier. Das trinke ich immer am liebsten im Binder. Dann. Und das gleiche nochmal. Genau. Dann das hier. Das sind so, genau, das sind die gleichen. Und hier ist eine Teetasse. Und hier steht für dich. Und hier ist eine Tee-Dings. Oh, wie schön. Oh, das ist echt hübsch. Sehr, sehr hübsch gemacht. Echt. Und die Ideen zeige ich euch lieber nicht, wo sie her hat. So, meine Lieben, wir haben noch, oh mein Gott, eins, zwei, drei. Und ja, ihr, wenn ihr so schlau seid, könnt ihr das erkennen, was da drin ist. Und ich packe mal eins aus. Ja, das geht aber nicht. Geht ja nicht so, wie ich es will. Mein Gott. Und was ist da drin? Kein Eis, sondern Kuschelsocken. Ja, Natalie weiß, ich mag's es kuschelig. Und dann zu Weihnachten kommst du noch auf die Idee, mir eine Kuscheldecke zu kaufen. Wehe. Aber wehe, ich sag's doch. Und die Idee finde ich doch mal cool. Schau mal, kauft ihr einen Eisbecher? Und dann tut sie das nein, schön verpacken. Hier könntest du noch natürlich Sachen verstauen, was derjenige natürlich nicht weiß. So mache ich das eigentlich. Und dann schön verpacken. Und ja. Ich finde die Idee klasse. Hier ist noch pink, weiß und grau. Und hier ist dunkellila. Aber das werde ich so lassen, weil ich möchte ein bisschen Deko in mein Wohnzimmer. Deswegen lasse ich das auch so. Also du bist ja echt. Leute, ihr habt echt einen kleinen Pick mit. Nein, ich freue mich natürlich. So ist es ja nicht. Ich freue mich echt riesig. Und wie kommst du bitte auf diesen Parfüm? Hast du das selber? Deswegen riecht das Päckchen immer so süß. So lecker. Oh mein Gott. Leute, ich bin beflext. So, meine Lieben, das war erstmal für die ganzen Päckchen, was ich bekommen habe. Wie gesagt, das eine von der Kati, das war eigentlich kein Geburtstagsgeschenk, aber das habe ich an meinem Geburtstag aufgemacht, weil es so schön verpackt war. Dann habe ich von der Nicole bekommen und von der Natalie. Genau, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Für die schönen, schönen, schönen Geschenke. Heftig. Einfach nur heftig. Mir sind die Tränen gekommen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist einfach nur klasse. Also, weniger hätte es auch gereicht. Ne? Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so der Typ, wo ich ganz viel bekommen muss. Es reicht auch so Kleinigkeiten. Und ja. Vielen, vielen lieben Dank. So. Jetzt ist aber genug für heute und ja, vielleicht trödelt
trödelt noch hier Post rein. Ich weiß es nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für jeden Einzelnen, der jetzt die ganzen Videos angeguckt hat. Und ja, ich hoffe, ich werde demnächst für mein Bullet Zeit haben. Ich habe nämlich schon wieder Ideen im Kopf, aber das Umsetzen, da fehlt noch ein bisschen und da fehlt noch ein bisschen. Und ich habe die Sachen nicht da und ich habe sie bestellt und es dauert, bis es kommt. Und es ärgert mich selber und habt ihr nicht gesehen und es ist halt immer so. Gut, dann sage ich jetzt mal Tschüssi und ja, solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, könnt ihr das gerne machen. Würde ich mich natürlich riesig freuen oder wir freuen uns riesig, genau. Dann habt ihr noch einen schönen Tag. Ich werde das Wetter genießen heute. Es ist ja auch mein Geburtstag. Jetzt muss ich nur gucken, welches Video ich als erstes hochlade. Ich kann, weiß ich nicht, und die Tage später kommen auch noch Videos, genau. So, also dann macht es gut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.